Shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, ooh, shut up and dance with me. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder ein DIY für euch. Ich mag richtig gerne DIYs, aber ich drehe sie halt nur, wenn ich etwas dann auch mache, was ich selbst verwenden kann. Also ich finde es nicht so sinnvoll, mir etwas zu kaufen, um dann halt daraus etwas zu machen, was ich dann selber nicht benutzen würde oder so. Und ich habe heute drei DIY-Ideen für euch. Einmal eine Room-Deko-Idee, dann ein Handy-DIY und zuletzt auch noch ein Geschenke-DIY oder etwas, was ihr auch einfach so jeden Tag im Alltag benutzen könnt, was ich super süß finde. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar oder eine Bewertung und ja, dann geht's los. Das erste DIY ist dieses süße dekorative Blumenkissen hier, was ich mir selber gemacht habe und immer jetzt für meinen Hintergrund benutze auf dem Bett. Und dafür braucht ihr als erstes einmal ein Kissen und zum Beispiel Bastelkleber. Ich benutze später noch eine Heißklebepistole, aber mit Bastelkleber oder Alleskleber könnt ihr das auch super machen. Dann braucht ihr Kunstblumen, auch die eurer Wahl. Ich hätte am liebsten Gänseblümchen gehabt, leider gab es die nicht, dort wo ich die hier gekauft habe. Und noch eine Schere, die sehr gut schneiden kann. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich nehme dann als erstes einfach meine Kunstblumen. Bei mir ist das jetzt hier dieser tolle rosa Strauch. Und trenne mir dann die Blütenblätter davon ab, indem ich das einfach ganz nah an der Blüte abschneide. Aber nicht so nah, dass sie auseinanderfällt. Das ist mir auch einmal passiert. Und trenne dann einfach so viel ab, wie ich verwenden möchte. Oder wie ihr könnt so viel abtrennen, wie ihr verwenden möchtet. Ich habe letztendlich sogar alle Blütenblätter benutzt. Und sogar auch dieses Grünzeug, was da dran war, mit abgeschnitten und hinterher auch verwendet. Und so sah das Ganze dann letztendlich aus. Und dann könnt ihr das auf dem Kissen so hinlegen und euch schon mal überlegen, wie ihr das da hinterher haben wollt, damit ihr euch das schon mal ein bisschen besser vorstellen könnt, wie nah oder wie weit etwas auseinander sein muss. Und ich habe als erstes angefangen, dieses D für Daisy zu formen und habe mir das dann so hingelegt, wie ich das gerne haben möchte. Es war auch gar nicht so einfach, die Blüten sind ziemlich hin und her gerutscht. Und dann habe ich angefangen, das Ganze festzukleben mit meiner Heißklebepistole. Und habe die dann einfach alle einzeln runtergenommen und so festgeklebt, wie ich mir das vorher zurechtgelegt hatte. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Das trocknet halt sehr, sehr schnell. Und man muss dann halt nicht lange warten, bis man damit weitermachen kann. Und dann habe ich mir noch so einen goldenen Edding-Glitzerstift, mit dem man irgendwie alles anmalen kann, genommen. Und habe dann dahinter noch Daisy geschrieben, damit letztendlich da Daisy steht. Und habe das dann so oft wiederholt, dass die Intensität stimmte. Und noch die ganzen anderen Blüten und Blätter überall hingeklebt, so wie mir es dann gefallen hat. Und so sah das Endergebnis dann aus. Ich fand das wirklich sehr, sehr süß und freue mich da sehr drüber. Das zweite DIY ist eigentlich eine Geschenkidee. Also ihr könnt das als Freundschaftstassen, Partnertassen oder sowas vielleicht auch einfach zum Muttertag verschenken. Oder einfach normal für euch benutzen, wie ihr möchtet. Ich habe mir da als erstes dann mal so ein Muster überlegt, was ich auf meine Tassen draufmalen möchte. Und habe mir dann diese beiden Sachen überlegt. Und zwar eine Tasse für meinen Schatz mit Mr. Right und eine mit Mrs. Always Right für mich. Und dann habe ich mir noch diese Porzellanmalstifte hier gekauft, mit denen man halt logischerweise nur auf dem Porzellantassen malen kann. Und meine kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Ich habe die bei Amazon bestellt. Und ja, das war eigentlich auch schon alles. Und dann kann es auch wieder losgehen. Ich habe dann einfach nur angefangen, das Muster, was ich mir vorher überlegt habe, auf die Tassen zu bringen. Und habe dann hier mit diesem Schnurrbart angefangen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass wenn ihr solche Porzellanmalstifte benutzt, dass ihr immer mit den Umrandungen anfangen solltet, bei solchen Sachen wie hier zum Beispiel, die ihr dann ausmalt und dann in solchen Strichelbewegungen die Form einfach ausfüllt. Und für die Schrift habe ich mir als erstes dann die Buchstaben an sich hingemalt, auch nach meiner Vorlage, in der Farbe, in die ich sie gerne haben möchte. Und habe das Ganze dann antrocknen lassen und habe dann hinterher noch dann solche Umrandungen gezogen wieder. Und das gleiche habe ich mit dem Schnurrbart auch gemacht, also den habe ich auch mehrmals quasi übergemalt, damit er ein bisschen dunkler wird. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann ging es mit meiner Tasse weiter. Da habe ich dann als erstes diesen Kussmund hingemalt und auch wieder unten diese bunten Streifen, wie bei der anderen Tasse. Habe den Kussmund auch mehrmals mit Farbe übergemalt, um halt so ein bisschen mehr Dimension da reinzubringen.
und habe dann auch meine Schrift dahingesetzt und so weiter, wie ihr das bei der anderen Tasse auch gesehen habt. Und dann müsst ihr das hinterher im Backofen tun. Wie lange und bei wie viel Grad schreibe ich euch in die Infobox, damit die Porzellanfarbe halt fest wird und die ganze Tasse auch spülmaschinenfest ist und das alles so bleibt, wie ihr das auch gemacht habt. Und ich finde, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne Idee ist und für jeden geeignet. Und das letzte DIY ist für alle Handy-Freaks und sehr Kreativen von für euch da draußen. Als erstes braucht ihr eine alte Handyhülle. Das ist jetzt hier so eine Hartschalen-Plastik-Handyhülle. Ich glaube, so heißt es. Ich glaube, auch nur damit geht das. Und Zeitschriften braucht ihr noch. Und letztendlich dann noch eine sehr spitze Schere. Die braucht ihr ganz zum Schluss. Und noch durchsichtigen Nagellack und Kleber. Und das ist auch schon wieder alles und dann kann es schon wieder losgehen. Zunächst einmal sucht ihr euch aus euren Zeitschriften einfach irgendwelche schönen Sachen raus, die ihr gerne haben möchtet, auf eurer Handyhülle. Das wird nämlich so eine Art Collage auf Handyhülle quasi. Und ich fand die Idee sehr, sehr cool und habe da sehr viel Spaß dran gehabt, meine Sachen auszuschneiden. Ihr könnt es natürlich mit allen möglichen Zeitschriften machen, also Tierzeitschriften, Sportzeitschriften. Bei mir ist es jetzt Schminke und Mode gewesen, aber das ist ja eigentlich völlig egal. Und deswegen finde ich das so cool, weil es einfach so individuell ist und niemand da draußen mit der gleichen Handyhülle rumlaufen wird wie ihr. Und dann habe ich einfach alles ausgeschnitten, was mir, wie gesagt, gefallen hat, bis ich dann genug Schnipsel beisammen hatte. Ihr solltet da einfach auch lieber mehr nehmen als zu wenig, nicht, dass ihr nochmal wieder was raussuchen müsst. Und dann kann es losgehen. Ich habe dann als erstes so größere Schnipsel genommen, um die Seitenteile zu machen. Und zwar solltet ihr das dann so machen, dass ihr das auch zum Innenteil hin umklappt, dass es wirklich alles schön bedeckt ist und sich da nichts löst. Und dann einfach wie wild alles draufkleben, was ihr ausgeschnitten habt. Und die Kanten solltet ihr wirklich ganz sorgfältig machen. Ansonsten sollte es alles auch sehr glatt sein, nicht zu knitterig, weil das hinterher sonst ein bisschen problematisch wird. Und die ganzen Löcher könnt ihr auch mit zukleben, weil wir die hinterher einfach wieder aufschneiden. Den Nagellack ungefähr in 5-6 Schichten, wobei ihr jede Schicht sehr gut trocknen lasst, einfach auftragen und schon ist das Ganze schön glatt und glänzend und wasserdicht. Und ja, dann finde ich das sehr schön. Und am Ende müsst ihr dann einfach nur noch die Löcher dann aufschneiden. Hier sah nochmal, so sah mein Exemplar aus, bevor ich den Nagellack aufgetragen habe. Und fertig. So, ich hoffe nun, dass euch dieses Video gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendetwas davon nachmachen werdet oder welches euch am besten gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin dann alles Gute. Tschüss.